Denn selbst die niederste Arbeit drückt die Muskeln wie einen Schwamm, der aus Geist und Körper entwickelt. Hey! Du wirst für deinen Tod büßen! Okay, hatte ich anders geplant, aber... Was soll's? Habe ich mir aus einem anderen Let's Play abgeguckt, dass man sowas setzen kann und solche Kills machen kann. Und die da oben haben anscheinend nichts mitgekriegt. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob der hier vorbeikommt oder ob ich mich vertan. Kann das so machen. Hallo. Ist da jemand? Nicht du. Der da drüben sollte reagieren. Im zweiten Teil schon. Sah aus wie, keine Ahnung, aber da war was. War es gut gesagt. Keine Ahnung, wo der Typ jetzt ist. Mir fehlt einer. Da ist er. Weitermachen! Huch. Da war ich wohl etwas übereifrig. Ja, das Spiel ist ein bisschen. Bestandsaufnahme ketzerischer Gegenstände aus dem kaiserlichen Konservatorium. Dies ist eine vollständige Liste der ketzerischen Gegenstände, die im Monat des Regenten 1852. Eine sorgfältige Untersuchung unterzogen wurden. Zwei Unterworte hintereinander ist irgendwie gut. Werden noch untersucht. Papiere, Silber, Grafen, aus Hinweis, der Verwahrungsort für die neuen Dokumente wurde in Orten des Orakels einer Vision enthüllt. Die Sammlung wurde von Schwester Roswin beschlagnahmt. Sie wird sie persönlich auf mögliche ketzerische Inhalte untersuchen und ihre Erkenntnisse direkt an den Reisenden Vizeaufseher Cordosa weiterleiten. Linsen, Eintweite, Särge, Drähte und Geräte, Hinweis werden zerlegt und verbrannt oder an den Orten gesendet. 41 Kisten Bücher. 17 Kisten Fläschchen unbekannter Herkunft. Hinweis. 10 Kisten Menschenhaar. 3 Umhängetücher, ein Altar verbrannt. Eine Kinderpuppe. 34 Runen und Amulette, an den Orden gesendet. 7 Notizen, Tagebücher, Wahrsage, Spiegel verbrannt. Eine Kiste verbrannt. Zur Selbstbefriedigung. 3 Sätze, Zähne, Fingernägel und Kinder verbrannt. Ein Eschenbaum, 4 Kisten. Schwester Roswin verwahrt Dokumente im Büro der Kuratorin. Die muss ich finden. Und wir sind auf die Dokumente scharf. Das waren 10 Münzen. Hier sind auch wieder Bücher. Würde ich mir ja glatt mitnehmen, aber ich habe schon so viele hier, die immer noch nicht gelesen hat. Schmuggler gesichtet. Brüder, auf Anordnung der Reisenden Südsaufsehers werden ab sofort alle Patrouillen in der Tiergarten verdoppelt. Trinkerische Schmuggler missachten unsere Quarantäne und schleichen sich in den Distrikt, um ketzerische Güter zu entwenden. Wie es schon in den Geboten heißt, unstete Füße lieben es, Grenzen zu überschreiten. Wir dürfen nicht zulassen, dass solche lästerlichen Gegenstände das Gebiet verlassen. Bleibt wachsam, führt diese Eindringlinge ihre gerechten Strafe zu, Bruder Fidel. Keine Ahnung. Sie kam aus dieser offenen Luke in den Hub. Ich glaube, es gibt jetzt nur noch eine lebende Hexe in der Zelle. Ein Missionshinweis. Mehrere Hexen werden im Keller der Kessel in unserer Betonung gefangen gehalten. Muss ich die befreien? Eine von ihnen wurde auf dem Hof getötet, nachdem sie versucht hatte, durch eine Luftschlacht zu fliehen. Da ist kein Hund drin, aber dass Hundedinger da sind, heißt nichts Gutes. Und zwar heißt es wahrscheinlich, dass Hunde da sind. Guck
Und eine leere Flasche. Guck mal. Ich kann keine Munition des Typs tragen, deswegen lasse ich den einfach liegen. Okay, das war die einzige Wache hier anscheinend. Hat ja irgendwie erwartet, dass da mehr sind. Sonst hätte ich den dann nicht weggeschleppt. Naja, wie dem auch sei. Hinunter. Wachsam bleiben. Schön wachsam. Hilft mir leider nichts, ne? Wieso ist denn hier jetzt... Ach! Du bist mir ein wachsamer Herr Wächter, ey. Da liegt einer tot rum und der sieht ihn nicht. Ich fand das hier faszinierender. Irgendwie gehe ich hier diesmal entspannter rein als Cordovo. Andererseits konnte Korbo auch irgendwo durchschwimmen und das kann ich jetzt wieder nicht. Macht ja nichts. Denn das Ding haben sie inzwischen zugemacht. Erzähl mir was. Ich finde die Stimme so geil. Klingt nach Nightmare on Elm Street, abgesehen von den Metallfesten. Gut, dann, da war ich schon, das ist wieder. Nichts. Ich kann auch nicht mal durchspielen. Wahrscheinlich so ein Sicherheitsschloss, wo ich nicht durchgucken kann. Gut, dann. Da oben nichts los. Nicht mal ein Fenster irgendwie halbwegs offen. Zumindest weil ich sehen kann. Ich dachte eben, das wären Kürbis. Naja. Jetzt noch Münzen. Brauche das Geld. Ist echt sonst keiner, ne? Ach, guck mal. Die Hexe. Ich weiß nicht wieso, aber ich lege die mal hier hin. Gemütlich? Na, egal. Sie interessiert das eh nicht mehr. Irgendwie bin ich doch enttäuscht, dass hier so wenig Gegner sind. Ja. Ach, sind sie. Die Schildkröte. In der Nähe befindet sich ein Knochenartefakt. Tja, was war das? Ah, na gut, dann kann ich den Boten. Die Frau von den Plakaten? Ich werde über deiner Leiche die Riten vollziehen. Wieso habe ich zwei? Wo kommst ich du jetzt her? Ich werde die Welt vor Abschaum wie dir. Du stinkst Furchkett. Strafe! Was ist hier los? Ich darf nicht fliehen. Komm zu mir. Ja, irgendwo hin. Du geh doch nicht. Ja, nehme ich auch. Geht kein Risiko ein. Na gut, einmal weg. Ein Glück.
furchtbar hin. Hey. Vorsicht, Schröder. Du schießt nicht. Hast mich nach Schröder genannt? Krieg dich schon. Für den Augen. Nein. Okay, dann mache ich halt wieder auf cool. Ich werf dich den Hund auf. Nein, ich wollte gerade auf cool machen. Genau. Okay. Ich bin gespannt, wo der letzte Kontrollpunkt war. Und mach die jetzt cooler fertig. Schade, dass der erste mich gefunden hat, oder? Ich komme woanders längs. Mal gucken. Okay, wenigstens bin ich hier. Das heißt, ich gehe davon aus, dass der Typ da noch rauskommt. Yep. Ich war schwach. Der Outsider darf mich nicht locken. Er kennt mein Herz. Prüft. Jetzt kenne ich dein Herz auch. Und doch ist es mir ins Auge gesteigen wie ein ansteckender Schwarm, diese Versuchung, der alles in seinem Weg verschlingt, selbst den Schmutz. Oh, nice. Manche haben sofort gestanden, andere erst, als sie mit ihrer Ketzerei konfrontiert wurden. Knochenschmuck. Jetzt habe ich auch gestanden, ne? Haben sie munter gegeneinander ausgesagt. Sie hoffen auf Gnade, indem sie ihre Mega. Aber sie wurden alle für schuldig befunden. Vor lauter Wehklagen war das Urteil kaum zu hören. Schade, dass ich das verpasst habe. Zwei Stück. Okay. Er spuckte Bruder Cardosa ins Gesicht und sagte, sie würde nie geschehen. Und? Hat sie? Nein. Wir haben ihr die Zunge rausgeschnitten. Ist da jemand? Ich helfe euch suchen. Ich sehe mich mal um. Mir nicht. Ich sehe mich mal um. Okay. Angeboten. Finden wir diesen Eindringling. Ein bisschen planlos hätte schon, ja? Alles gut, ja. Hallo? Ist da wer? Ah, muss ich dich jetzt suchen kommen? Was? Brauchen Hilfe. Haben jemanden verloren. Bruder, geht's dir gut? Ist da jemand? Ja! Hallo? Wie viele Schüsse haltet ihr denn aus? Na los! Auf einen fairen Kampf! Ach ja, da war ja was. Wenn ich mich in einen reinporte, explodiert er. Hab ich ganz vergessen. Bestimmt auch kein geiler Tod. Stehst du eben noch da und plötzlich portet sich einer nicht ein. Naja, wenigstens ist hier jetzt erstmal ein bisschen Ruhe. Lieber Bruder, ich hoffe, es geht dir gut. Wie steht es um meinen Garten? Sprießen die Kartoffeln schon? Ich glaube, das ist ihm jetzt ein bisschen egal. Ich wünschte, ich wäre dort, um zu sehen, dass er den jetzt rassen. Ne? Getreu, Bruder. Bulli. Ich wollte eigentlich irgendwelches Sinnvolles haben. Memoan deines Bruders zu besuchen. Ah, lecker ist anders. Du bist jetzt die Tür, die ich vorhin nicht aufgekriegt habe, ja? Ja. Gut, hier ist ein Drachendings, hier ist noch 5 Münzen, Überbleibsel.
Kupferdraht und 10 Münzen wenigstens, ne? Sowas. Gut, dass da ein bisschen mehr bei rumkommen. Was haben wir hier denn hier noch so schön? Also einiges. Aber nichts, was ich mitnehmen könnte. Oh, doch. Walöl. Noch mehr Walöl. Ein Aschenbecher. Sieht man in letzter Zeit selten. Schreibmaschine. Verfahren gegen Liviana Rischko. Auszug aus Gerichtsverfahren. Gefangene. Ist auch sehr Kadaver. Gefangene Kanar. Ausübung schwarzer Magie. Schuldig in einer Anklagepunkten. Wird mit experimenteller Musiktherapie behandelt, um den Makel an Magie zu entfernen. Überlebt sie diesen Vorgang, wird sie als ehrliche Gläubige wegen Mordes hingerichtet. Was für eine Musik habt ihr hier vorgespielt? Und Stromschüsse. Okay, einfach unter Orden sind da 7 Meter. Aber ich bin schon mal nah dran. Was ist das? Ne, was zu essen. Ich hau mir alles im Kopf. Hi. Schafe Lieder beißen tief zwischen die Ohren. Tut weh, wir fliehen. Alle Rande, ihr Blut ist Trauer und Angst. Oh, die Schildkröte. Nur ein Bild? Was bleibt dran? Das ist wenigstens was zu sehen hier. Gut, hier, da, guck mal, hier ausgeräumt. Noch eine tote Hexe. Was ist denn diesmal passiert? Bruder Cardoza sagt, dass sie bei der Therapie sterben. Sie haben ein ketzerisches Organ, das die Heilkraft der Musik in Schmerzen verwandelt. Ihre verderbten Körper lehnen die Säuberung ab. Bei den Geboten. So unrein und dem Abgrund so nah, dass man die heilige Musik nicht überlebt. Diese armen, verlorenen... Da sind zu viele Leute. Die Unterdruck hätte ich gerne. Überdruckgranate. Spar dir dein Mitleid, Bruder. Sie wollen dem Outsider dienen. War das eine Granate? Was ist hier los? Das hat ja super geklappt. Hast du das gehört? Zu spät? Du bist so. Ich werde die Ungläubigen jagen. Hexerei wird dich nicht retten. Nö, aber das. Immer diese Gewalt. Achso, ja, ich bin ja die Böse. Ha. Was machen wir nur? Was machen wir nur? Was? Was ist hier los? Was haben sie dir angetan? Was haben sie dir angetan? Dein Auge ist schwarz. Deine Strafe? Sie sagen, ich bin der Ketzerei schuldig. Bin ich das wirklich? Was weiß ich? Ich bin hier nur... Du hast ein Gesicht. Dein Auge blickt mir ins Innerste. Lass mich hier raus. Hatte ich vor... Aus irgendeinem Grund lasse ich dich raus. Aber erstmal gucke ich mich um. Handbuch der Musikheilung. La, Musik an, laut. Er sichert den Ketzer mit das eingebrachten Lederriemen im Stuhl. La, la, la. Die lügende Zunge wird an eurem Musikleiter appellieren. Gezuckenes, gieriges Fleisch wird euch in Versuchung führen. Verhärtet euren Geist und wendet euch ab. Die Ort der Musik ist das einzige Heilmittel für diese verlorenen Geschöpfe. Ihre Lösung ist eure Pflicht. Da, da, da. Entfernt den Makel der Ketzerei und helft ihm, Reinheit und Blut zu finden. Ja? Sie haben keinen Mund. Sie lügen ohne Zungen. Hier liegt noch einer tot rum. Den gucke ich mir gleich an. Dann gucken wir sie an. Das ist keine Heilung. Das hat auch keiner gesagt. Also außer den Propagandaministern. Die hat so einen schmalen Glauben.
Also ein Schwan, das Hexerei gibt und Schwan, das... Ja gut, Schwan, das Hexerei gibt vielleicht nicht. Aber, Musik und Heilung im Kopf und Stirn und... Das ist interessant. Naja, später. Ich wollte jetzt erstmal das andere Ding da mitnehmen. Und hier vielleicht noch ein paar Blutsteine mitnehmen. 25 Münzen. Gut, jetzt untersuche ich den Stuhl. Was sich auch anhört, als wäre ich ein Arzt. Das erinnert mich an Dunwall. Wenn sie gespielt wurde, war es, als würden Messer über die Haut fahren. Okay. Mission. Aufträge. Das kalte Wetter habe ich geschafft. Prophezeiung plündern und Erfahrung den Ordner. Ich muss hier den einen überleben lassen, oder? Hier muss ich den einen überleben lassen. Bis auf Cardozza. Und das Bild finde ich auch hübsch. Schade, kann ich nicht mitnehmen. Ich höre sie in meinen Knochen, in meinem Blut. Stimmt, da war was. Gut, dass du dich nochmal gemeldet hast, sonst wäre ich jetzt weitergegangen. Wir sind zusammen hergekommen. Und jetzt gucken sie in deine Leiche. 6 schwarze Kerzen, runtergebrannt. 6 schwarze Kerzen sind runtergebrannt? Hast du noch was zu essen hier? Hi. Da. Ich darf nicht vergessen. Sie bringen uns vorhin einer nach der anderen. Wir waren zu neun. Wir haben ihren Namen gerufen, um ihre Schreie zu übertönen. Aber sie schrien weiter, selbst als unsere Stimmen auf zu einem heiseren Flüstern verkümmerten. Meine Schwestern, die nach der Musik zurückkehrten, hören nicht mehr auf zu weinen. Sie wollen weder essen noch schlafen. Wir versuchen sie in den Arm zu nehmen, und doch sie stoßen uns weg. So wird es uns allen ergehen, früher oder später. Ich bin das Letzte übrig. Ich weiß nicht, wie viele Tage ich schon hier bin. Sie lassen die Lampen zu jeder Stunde an, sodass wir kein Sonnenlicht sehen können. Heute war ich an der Reihe. Wenn ich die Augen schließe, kann ich die Musik manchmal immer noch hören. Ich muss wach bleiben. Nimm das alte Skalpell, das du gefunden hast. Stich dir in die Finger. Beobachte, wie das Blut hervorquillt. Du bist am Leben. Du bist am Leben. Bis auf die Knochen. Die Aufseher können dich dort nicht erreichen. In dir steckt immer noch etwas, das sie nicht berührt haben. Es steckt tief, tief in dir. Ich will nicht sterben. Ihr habt echt gute Autoren. Sind meine Schwestern. Sie sind alle ohne mich ins Nichts. Ja. Töte sie zuerst. Töte sie für das, was sie mir rausgerissen haben. Wenn sie mich nochmal ansehen, bin ich tot.